Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt, heute mit einer maritimen Karte. Und das Besondere daran ist, sie lässt sich halt ganz normal verschicken und auch aufklappen. Sieht man, hier ist das auch noch ein bisschen gestaltet, denn ich kann das hier drunter stecken und kann die Karte dann noch so wunderbar aufstellen. Die hat also auch einen sehr dekorativen Charakter, ist aber super einfach gemacht und ich zeige euch jetzt einmal, wie ich das Ganze gebastelt habe. Wir benötigen dafür Farbkarton. Ich habe jetzt hier Marineblau genommen mit den Maßen 28 x 10,5 cm. Das heißt, wir bekommen zwei solche Grundkarten aus einem DIN A4 Bogen. Und das wird jetzt auf der langen Seite gefalzt bei 14 cm. Da das, ich sage jetzt mal, so ein bisschen ziehharmonikaförmig auch mal gefalzt wird, müssen wir das Papier ab und zu mal umdrehen. Jetzt habe ich ja die 14 gefalzt. Die 15 werden auf der anderen Seite gefalzt. Dann drehe ich das wieder zurück. Ich habe jetzt hier meine 14 und meine 15 cm gefalzt. Schiebe zu 18,5, zu 23,5. Und jetzt drehe ich noch ein letztes Mal um und falze bei 27 cm. So. Ich mache den mal wieder ein bisschen kleiner. Bevor ich den Papierschneider jetzt weglege, schneide ich mir auch mein Designpapier zurecht. Das ist hier für den ganzen Part. Das ist aus dem Designpapierpaket Farbfantasie. Und ich habe das jetzt erstmal noch so am Stück gelassen, weil ich das immer mag, wenn Designpapier so fortlaufend ist. Bei dem Muster spielt das jetzt keine so große Rolle. Aber ich dachte, ich zeige das trotzdem, wenn ihr die Karte mit einem anderen Papier basteln möchtet, dass das Muster hier so schön fortlaufend ist. Hoch ist das Designerpapier 10,2 cm. Ist halt ein praktisches Maß, weil ich damit einen 12 Zoll Bogen, also 30,5 cm Bogen, genau auch dritteln kann. Und jetzt schneide ich mir einmal ab 3,2 cm. Falzklinge einmal hier runterpacken. So, 3,2 cm. Dann kommen 4,7. Dann kommen nochmal 3,2. Und zu guter Letzt brauche ich 4 cm. Das ist jetzt hier ganz knapp. Schwupp. Aber es passt. Und da als kleinen Tipp. Ich hatte jetzt mir einen 10,2 cm langen oder breiten Streifen von dem Designpapier abgeschnitten. Damit habe ich schon diese Karte gemacht. Und jetzt auch diese hier. Das heißt, ein so ein Streifen reicht auch für zwei komplette Karten. So, das sind jetzt hier meine Streifen. Jetzt schnappe ich mir hier einmal meine Karte und knicke die Linien nach. Das Tal, also wo ich beim Falzen drauf geguckt habe und reingedrückt habe, ist außen. Das heißt, ich knicke das jetzt einmal so zu meiner Karte rum. Dann hatten wir die bei 15 cm von der anderen Seite gefalzt, damit wir das eben gut so rumknicken können. Das wird jetzt so und so geknickt. Ich zeige das gleich nochmal aufgestellt und das hier wieder in die andere Richtung. Deshalb hatten wir die letzte Falz bei 27 cm auch andersrum geknickt. Ja, dann sieht man schon, so wird das nachher gleich. Nachher gleich, schön ausgedrückt. Jetzt kann ich schon mein Designpapier da drauf kleben. Und zwar so, wie es hier eigentlich auch liegt. Heißt, auf das schmale Feld hier kommt mein 3,2 cm breiter Streifen. In die Mitte, die habe ich ein bisschen breiter gestaltet, damit der dicke Heide auch ordentlich Platz hat, kommt der 4,7 cm breite Streifen. Dann habe ich
nochmal den 3,2 cm breiten Streifen. So, einmal gut festdrücken. Und der 4 cm breite Streifen, der kommt hier hin. An die schmale Lasche oder Kante kommt jetzt auch noch Kleber. Kann man mit Tombow machen, geht natürlich auch mit Sticky Tape, also dem extra starkhaften und doppelseitigen Klebeband. Ich habe heute ein bisschen Knoten in der Zunge, fürchte ich. So, richtig gut festdrücken. Mal umklappen und nochmal drüber gehen. Damit haben wir das jetzt hier schön fixiert. Dann brauchen wir noch ein bisschen weißen Farbkarton mit den Maßen 10,2 x 8,5 cm. Der kommt hier hingeklebt, wo dann halt Platz für ein paar persönliche Worte ist. So, damit ist die Grundkarte an sich schon fertig. Also wie ihr seht, wirklich super fix gemacht. Jetzt geht es ein bisschen an die Ausgestaltung und den Aufstellmechanismus. Ich habe hierfür jetzt Shark Frenzy genommen. Ich liebe das Set total. Und habe mit Schiefergrau gestempelt. Das hatte ich jetzt schon mal vorbereitet. Einmal hier den dicken Hai. Und einmal den kleinen Bruder. Und den habe ich so erhöht aufgeklebt mit Dimensionals, damit ich diese Lasche hier so schön drunter schieben kann. So, jetzt schnappe ich mir einmal meine Dimensionals. Ich habe das so ausgerichtet, dass man, kann man das hier sehen, sozusagen diese Lasche mit der Falz an den weißen Farbkarton dran geht. Dann passt das mit dem Abstand nämlich ganz super. Dann schnappe ich mir jetzt einen Dimensional. Ich gucke jetzt einmal, wo möchte ich den ungefähr hinhaben. Und dann klebe ich mir den Dimensional wirklich ganz an die Kante. Weil der stoppt dann meinen Farbkarton. Sieht man jetzt schon. Der bleibt hier schön stehen. Dann packe ich mir jetzt mal noch ein Mini-Dimensional hier vorne an den Hai. Und voilà, haben wir den schon mal da kleben und die Karte hält. Den möchte ich nachher hier so haben. Packe ich auch ein paar Dimensionals hinter. Schwupps. Jetzt habe ich hier mit den dazu passenden Stanzformen, das habe ich schon ein bisschen vorbereitet, nur die kleinen Fische noch nicht, weil ich euch da einen kleinen Trick zeigen möchte, damit das nicht ganz so fucklig zum Aufkleben ist. Hier sind einmal diese Wasserpflanzen, einmal mit gefüllten Blättern sozusagen und einmal nur mit den Umrandungen. Und da das mit den Umrandungen ja echt ein bisschen fuckelig wäre aufzukleben, habe ich da bereits eine Klebeschicht hinter. Ich zeige das jetzt hier einmal. Die kann ich jetzt abziehen. Und bei den Fischen zeige ich euch gleich, wie das gemacht ist. So, und jetzt klebe ich mir das hier so schön hin. Spoiler klebt ohne viele Theater mit rausquellender Klebe und Ähnlichem. Das Gleiche mache ich jetzt auch hier. So.
Bei denen habe ich das jetzt nicht gemacht. Man sieht auch, die sind unterschiedlich grün. Ich habe da das Ombre Designer Papier aus der Celebration genommen. Ich finde, das sieht dann einfach mal ein bisschen lebendiger aus. Also hier hätte ich jetzt natürlich auch diese Klebepapier dahinter machen können. Das geht aber auch mit dem Tombow gut. Zumal ich die ja hier so ein bisschen überstehen habe, teilweise. Und dann möchte ich ja nicht, dass die komplett festkleben. So, kleben wir das jetzt mal hier so hin. Wie auch das Blatt lasse ich zum Beispiel so ein bisschen überstehen. So, und das letzte. Ups. Kommt dann zu dem kleinen Hai. Kann ich auch den, da waren zwei Dimensions, einer jetzt auch gereicht, die haben aneinander gehangen, ist mir gerade gar nicht aufgefallen. So, auch hier achte ich darauf, dass das ruhig ein bisschen übersteht, weil ich finde, das wirkt einfach ein bisschen lebendiger. Und auch hier, dass das mit der Haifischflosse und dem Grünzeug gut klappt beim Zusammenklappen und wieder hinstellen, dass sich das nicht irgendwie verheddert. Und jetzt sollen ja die kleinen Fischchen hier noch für ein bisschen Farbe sorgen. Da habe ich Kürbisgelb genommen. Und dann gibt es hier diese Klebebögen. Dann nehme ich mir jetzt meinen Farbkarton. Ich halte mir den dann einfach immer so hier dran. Schneide mir die Ecke passend da raus. Rumstehen. Die Kurbel ist auf der falschen Seite. So, dann habe ich hier schon mal die ersten Fischchen. Ich habe mir die insgesamt dreimal ausgekurbelt, deshalb ist auch der Farbkartonstreifen entsprechend groß. So, und jetzt kann ich, wie gerade bei den Unterwasserpflanzen, hier einfach die Schutzfolie abziehen und die Fische aufkleben. Und voilà, fertig ist die Karte. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!